Hallo, und wieder ein Rezept aus meiner Rezeptsammlung. Einen Käsekuchen und diesmal zurechtgestutzt für zwei Personen oder für Singles. Einen ganz kleinen Durchmesser, 18 cm, und natürlich mit englischem Untertitel, obwohl ich von Englisch überhaupt keine Ahnung habe. Ihr wisst, eine Google-Übersetzung. Mürbeteig habe ich immer vorrätig, der wird als erstes ausgerollt und goldgelb vorgebacken. Und solange dieser im Ofen ist, kann der Käsekuchen vorbereitet werden. Erstmal der Zucker abwiegen, der ist fürs Eiweiß bestimmt. Für diesen Käsekuchen brauchen wir ein geschlagenes Eiweiß und dann natürlich einen Schmand oder eine saure Sahne. Und den Quark, und da sollten es schon 40% sein, also ein 20%iger Magerquark, der bringt nicht viel. Ja, und das Ganze muss auch gebunden werden. Ich verwende Weizenstärke oder Speisestärke. Ihr könnt natürlich auch Vanillepudding nehmen. Die Eier trennen, das Eigelb kommt dann zum Quark und natürlich sauber arbeiten, sonst kann das Eiweiß nicht geschlagen werden. Und zum Eiweiß auch eine Prise Salz dazu. Und schon kann es losgehen, wenn der Vanillezucker entfällt bei Vanillepuddingpulver und Zitronenzucker. Wie das hergestellt wird, seht ihr dann unten auch noch in der Info ein kleines Filmchen dazu. Salz und Zucker mit dem Eiweiß schlagen. Langsam schlagen, das Eiweiß braucht Zeit. Und den Zucker auf 2 bis 3 Raten dazugeben und richtig gut ausschlagen. Die Reihenfolge ist jetzt wichtig. Also erst das Eiweiß schlagen mit dem sauberen Rührbesen und dann wird die Quarkmasse nur glatt gerührt. Umgekehrt geht's nicht, sonst wird euer Eiweiß nichts. Dann kommt das Eiweiß unter die Quarkmasse, vorsichtig darunter rühren. Inzwischen ist ja auch unser Mürbeteigboden goldgelb gebacken und jetzt kommt die Quarkmasse in die Form rein und dann ab in den sowieso schon heißen Ofen. Und nach etwa 10 Minuten ist auch sehr wichtig, am Rand einschneiden. Und warum, das könnt ihr gleich sehen. Jetzt kommt das Schöne an dem ganzen Käsekuchen. Er geht hoch. Er treibt das Eiweiß, treibt den ganzen Käsekuchen hoch und der wird dann richtig schön locker und wirklich wunderbar. Nur leider bleibt der Käsekuchen so natürlich nicht. Er fällt wieder zusammen. Das ist ganz normal. Und jetzt richtig gut auskühlen lassen. Vom Blech entfernen, Papier weg. Und jetzt seht ihr, wie schön der Mürbeteigboden gebacken ist. Ohne Vorbacken wäre das nicht möglich. So, und jetzt ist er schon fertig. Ein Viertel pro Nase und schon geht's los. Haben wir heute und morgen einen Käsekuchen und schaut mal, wie schön locker der ausschaut. Und weitere Rezepte und Filme für Käsekuchen, Zitrone, Vanillezucker und auch Mürbeteig findet ihr unten in der Info. Hier zum Beispiel Zitronenzucker, Vanillezucker, Käsekuchen mit Obst, verschiedene Sorten, Dresdner Eierschecke, so wie ich ihn mache, auch Käsekuchen mit Rhabarber und so wie man es nicht machen sollte, damit er reißt. Und das alles zeige ich euch und natürlich auch meine Rezepte könnt ihr haben, wenn ihr wollt. Tja, dann tschüss, bis zum vielleicht nächsten Mal.